Hallo und herzlich willkommen zurück beim Royal Rumble hier bei FCW und es ist jetzt endlich soweit. Es geht um die FCW Championship in diesem Triple Threat Match. Mensch, diese scheiß Wörter immer. Triple Threat Match. Dreifache Bedrohung, ja. Auf jeden Fall Goldberg, der aktuelle FCW Champion, unser Hauptcharakter aktuell, gegen CM Punk, den ehemaligen FCW Champion und den weiteren Number One Contender als Kevin Steen, der ja Goldberg besiegen konnte in einer FCW Weekly Ausgabe. Und es geht direkt hier los. Goldberg muss also seine FCW Championship verteidigen in diesem Triple Threat Match. Die Regeln sollten eigentlich klar sein. Die Q ist aus, wie üblich in einem Triple Threat Match. Der erste Pinfall oder die erste Submission entscheidet. Countouts sind aus, aber Rope Breaks sollten an sein, soweit ich mich erinnern kann. Und Goldberg, ganz schlau macht er das hier, hält sich erstmal aus dem Ringgeschehen irgendwie raus. Wie eine Aktion zeigen uns hier ein paar, gelingt ihm aber nicht direkt, okay. Ja, heute dann also das FCW Championship Match. Morgen geht's dann los mit dem großartigen, mit dem 30-Man Royal Rumble. Hier beim gleichnamigen Pay-Per-View Royal Rumble. Jetzt will Kevin Steen Goldberg schon in die Mitte ziehen und zum Pin ansetzen. Eins. Ah, da kommt Goldberg ganz locker flockig raus bei eins. Und er zeigt hier einen Superkick. Wunderbar gemacht. Und jetzt nimmt er sich auch noch CM Punk vor. Okay, will er eine Aktion zeigen. Wird aber erneut gekontert von CM Punk. Jetzt geht's in die Seile für Goldberg. Und die Lariat hinterher. Und Kevin Steen. Arbeiten jetzt Kevin Steen... CM Punk irgendwie zusammen, weiß nicht so ganz. Auf jeden Fall, alle sind oder alle wresteln hier für sich. Jeder wrestelt für sich alleine. Denn nur wer am Ende einen Pin einstecken oder wer am Ende einen Pin, einen erfolgreichen Pin zeigen kann, der holt sich hier die FCW Championship. Was war das denn gerade für eine wunderbare Aktion von Goldberg, Flying Headbutt. Aber auf einmal hat Kevin Steen in der Luft. Man weiß es nicht so ganz. Ja, ja. Das heißt, der Champion muss noch nicht mal gepinnt werden. Also Goldberg muss noch nicht mal gepinnt werden, damit hier ein Champion-Wechsel vorstatten kommt. Oder so. Jetzt geht's in die Seile für... Nein, zum Turnbuckle für CM Punk und Kevin Steen hinterher. Und was... Was macht Goldberg jetzt? Was macht Goldberg jetzt? Kommt angelaufen. Stinger Splash an beide direkt. Oh, oh. Oh, oh. Was eine Aktion hier von Goldberg. Ja, ja. Ach ja, und jetzt der Belly-to-Belly-Suplex. Jetzt hält sich CM Punk ein bisschen raus, aber Goldberg sieht das natürlich aus dem Augenwinkel heraus. Ein Auge eines Champions, ein Adlerauge, wenn man so will. Jetzt geht es direkt wieder für beide in Turnbuckle. Nein, habe ich mich geirrt. Was hat Goldberg hier nur vor? Man weiß es nicht so ganz. Waistlock. Und jetzt geht es in den Neckbreaker für Goldberg. Das Kevin Steen jetzt ein bisschen außerhalb im Ring geschehen. Beobachtet das Ganze und jetzt gibt es ihm Martial Arts Elbow Strikes. Ah, da muss Goldberg schon aufpassen, dass er hier nicht am Anfang zu viel einsteckt. Denn er muss hier irgendwie noch einen Pin oder Submission zeigen, damit er seine Championship verteidigt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er seine Championship schon abgeben will nach einem Monat. Er will bestimmt noch eine Weile hier Champion bleiben. So kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Belly-to-Belly-Suplex erneut hier. Und der Knee-Strike direkt in den Rücken. Oh oh, oh oh, heißt es für CM Punk, der sich hier in einem Spinebuster wiederfindet. Oh my God! So, Turnbuckle mal wieder. Turnbuckle und Kevin Steen treffen sich mal wieder. Jetzt treffen sich CM Punk und Turnbuckle. Jetzt geht's für beide erneut zum Turnbuckle, wie gesagt. Und was macht? Oh oh, Goldberg hier, whippt hier Kevin Steen einfach mal zu CM Punk, Cover-Ansatz an CM Punk, aber Kevin Steen ist oben, das sollte noch nichts werden. Nein, nicht mal das Cover bis 1. Ist ja unglaublich hier. Ist ja unfassbar. So, da geht's in die Knie. CM Punk und Goldberg hält sich mal wieder aus dem Ringischen raus hier. Und Haunted verspottet seine Gegner. Armtrap, Neckbreaker nebenbei an Kevin Steen, der sich aber trotzdem noch zur Wehr setzen kann. Oh oh! Low Blow. Zum Glück ist das Ganze hier ohne Disqualifikation und Neckbreaker. Neckbreaker an Kevin Steen. Und ich glaube, da will jetzt CM Punk irgendwie einen Vorteil daraus ziehen. Wollte hier Kevin Steen direkt danach pinnen. Und was war das denn gerade? Jetzt sollte es schon wieder für beide in Turnbuckle gehen.
Man weiß nicht so ganz, was Goldberg hier dort vorhatte. Auf jeden Fall gibt es hier den Elbow Chop. Oh oh. Oh oh. Jackhammer-Ansatz an Kevin Steen, aber CM Punk ist doch oben. Was hat denn Goldberg davor? Das wird doch nie und nimmer was. Weil CM Punk steht doch nicht mal einen Meter weg. Und Goldberg verfängt sich jetzt hier in einem Arm-Trap-Neckbreaker. Schubst hier CM Punk weg. Geht's raus für Kevin Steen? Nein. Da. Oh! Ich dachte, das wäre der Ansatz zum Spear, aber er hebt ihn nur so hoch. Ein bisschen verarscht hat er den guten Kevin Steen. Oder CM Punk, je nachdem, wen er verarschen wollte damit. Und DDT auf den Fuß. Oder Arm an den Fuß, an den Fuß, ja, DDT an den Fuß. Wie auch immer. Ich glaube, wir sind hier schon in der Crunch-Time. Heißt es Crunch? Crunch oder Grunge? Wie hieß die Teil? In der heißen Phase dieses Matches. Goldberg hält sich erneut aus dem Geschehen hier. Spottet seine Gegner immer weiter. Und Kevin Steen und CM Punk stört es anscheinend nicht so, aber Goldberg will sich da jetzt wieder einmischen, will einen Superkick hier zeigen, aber währenddessen kann Kevin Steen den Stacker-Pin zeigen. Jetzt geht's in den Waistlock. Für Kevin Steen kann aber Counter Belly-to-Belly Suplex. Alles klar, alles klar. Und CM Punk, der guckt jetzt hier auch nur zu. Und erneut der DDT an den Fuß von Goldberg. Oh oh. Da bearbeiten die schon die Beine. Und warte mal. Hätte ich gedacht, dann kommt irgendwie eine Aktion von Goldberg. Aber wurde dann doch nichts. Erneut. Martial Arts Strikes, nein, Elbow Strikes, nein, sondern ein Dragon Suplex wurde stattdessen gezeigt. Und CM Punk jetzt hier eine Double Team Aktion. Double Gutbuster von den beiden Gegnern des aktuellen FCW Champions. Und was ist das jetzt hier? Jetzt auch eine Double Team Aktion von Punk und Goldberg. Aber hier kommt er von Kevin Steen und da sieht man erneut seine Kraft. Er zeigt hier den Konter einfach ein Suplex an beide gezeigt. Eins, Stack Up. Gelingt nicht. Was wird das jetzt hier? Was wird das jetzt hier? Waistlock, Takedown von Kevin Steen. Oh oh, der will das Ding jetzt hier zu Ende bringen. Der will das hier zu Ende bringen. Ich merke das irgendwo. Oder irgendwie. Und wenn man davon spricht, Ansatz zum Package Pile Driver, das kann hier ganz schnell vorbei sein. Aber Goldberg auf den Beinen. Der zeigt dir jetzt den Jackhammer an Kevin Steen. Das kann der Sieg sein. Wenn CM Punk liegen bleibt, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Aber CM Punk im Hintergrund kann aufstehen und greift nochmal ein. Unglaublich spannend war das gerade eben. Ah, jetzt. CM Punk, Ansatz. Quatsch, Kevin Steen, Ansatz zum Setdown Splash. Jetzt sitzt dieser. Jetzt muss noch ein Cover folgen. Jetzt muss ein Cover folgen. Aber CM Punk wieder direkt daneben. Das sollte nichts werden. Gutkick. Jetzt muss Goldberg hier irgendwie den Sack zumachen, wenn er die Championship retain will. Er muss hier irgendwie einen Gegner isolieren und den anderen irgendwie aus der Gefahrenzone packen. Und das sieht jetzt ganz danach aus. Jetzt schmeißt er Kevin Steen einfach mal aus den Ring. Jetzt gibt's die Lariat an Punk. Oh oh, das sieht sehr schlecht aus. Das sieht sehr schlecht aus für die beiden Contenders auf die FCW Championship. Hier erneut der Spinebuster. War das ein Spinebuster? Ich habe es nicht ganz gesehen. Jetzt will Kevin Steen hier einen Vorteil daraus ziehen. Wollte das Cover zeigen, aber Goldberg natürlich direkt dazwischen gegangen. Da weg hiervon. Punk, Whippen. Und schmeißt den hoch und Spear! 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 Und das ist vorbei. Kevin Steen am Apron. Das Cover. Eins, zwei und drei. Und Goldberg retained seine FCW Championship. Und was für ein Ende war das denn gerade? Mal sehen, ob wir das nochmal sehen hier. Hier nochmal der Fake Lift Up Spear, der nichts geworden ist. Der schmeißt da einfach mal CM Punk in die Lüfte, speert ihn dann, schickt Kevin Steen aus der Gefahrenzone, um genau zu sein, auf den Apron und pinnt dann CM Punk und ist damit weiterhin FCW Champion of the World. Unser World Champion. Man kann nichts anderes sagen als herzlichen Glückwunsch. Sehen wir diese Aktion nochmal? Nein, wir sehen nochmal das finale Cover. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Auch wenn es nicht so einfach war in den letzten Wochen, vor allem mit der Niederlage gegen Kevin Steen, zeigt er, dass er doch der wahre FCW Champion ist. Und hier sehen wir den feiernden Goldberg. Das war's für diese FCW-Ausgabe.
oder für diese ja, für diese Episode von Let's Play WWE 2K von Universe Mode. Morgen geht's dann los mit dem ersten Teil vom Royal Rumble. Und ich würde sagen, mit diesen Worten möchte ich mich verabschieden für diese Episode. Bis dahin, bleibt so wie ihr seid. Euer Franz sagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.